langsam steigt man schon nicht mehr durch. Deswegen freue ich mich jetzt, mit Bernhard Wapnitz in Rom reden zu können. Ja, guten Morgen dorthin. Also das ist ja irgendwie alles ein bisschen eigenartig, was man da auch zu lesen bekommt. Und nun kommt laut Presse zumindest Erzbischof Zollitsch, dem Chef der Bischofskonferenz, eine große tragende Rolle zu, die er doch gar nicht spielen oder ausfüllen kann. Welche Befugnisse hat er denn überhaupt in der Causa Theberts von Eltz? Nun, er ist natürlich zunächst einmal nach Rom gekommen. Damals war die Causa ja noch gar nicht anhängig, als er den Papst darum bat, heute in Audienz empfangen zu werden, um zu berichten, was in der deutschen Kirche los ist. Also in wenigen Minuten, er wird in wenigen Minuten nämlich sein Hotel verlassen, wird Erzbischof Zollitsch zum Papst fahren und dort Audienz haben. Was kann er dort machen? Er kann dem Papst schildern, was in Limburg passiert, und er kann dem Papst auch die Besorgnis der deutschen Katholiken schildern. Aber letztlich ist einzig und allein der Bischof von Limburg derjenige, der entweder sein Amt zur Verfügung stellen müsste oder auf Wunsch des Papstes dazu gezwungen werden könnte, sein Amt zur Verfügung zu stellen. Also, der Erzbischof Zollitsch kann informieren, er kann mit dem Papst sprechen, aber er hat keinerlei Disziplinarbefugnis. Er wird allerdings, das hört man, eine Kommission zur Untersuchung dieser Vorfälle oder dieser Vorgänge, sagen wir lieber einmal, im Bistum Limburg vorschlagen. Und ich denke, das wird man dann auch so tun. Über diese ganzen Vorgänge, die finanziellen, auch reden wir gleich noch. Jetzt schauen wir erstmal auf das Prozedere, was da jetzt im Vatikan ansteht. Naja, also der Vatikan ist, das muss man in Deutschland, glaube ich, verstehen, er ist nicht nur das Zentrum der katholischen Kirche, sondern er ist auch ein Staat, und in diesem Staat herrscht Recht und Gesetz, nämlich das Kirchenrecht. Jetzt wird natürlich geprüft, und das dauert so lange, wie es eben in einem Rechtsstaat dauert. Übrigens ist das Kirchenrecht der Vorläufer unseres Rechtssystems. Es dauert eben auch einige Zeit, bis die Dinge geklärt sind und geordnet sind. Das passiert im Moment. Als nächstes wird sich wahrscheinlich die Bischofskongregation mit der Causa Theberts von Eltz befassen. Wenn dort festgestellt wird, dass dieser Bau und dass möglicherweise auch die staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen, vielleicht werden sie ja sogar niedergeschlagen, man weiß es ja nicht, im Vatikan geht man wie in der Zivilgesellschaft von der Unschuldsvermutung bis zum letzten Moment aus. Wenn sich also dann herausstellt, dass die Dinge und wie sie liegen, dann kann die Bischofskongregation entscheiden, dann wird sie dem Papst vorschlagen, wie er zu entscheiden hat, und dann wird erst eine päpstliche Entscheidung kommen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es ein offizielles Treffen zwischen dem Bischof und dem Papst jetzt schon gibt, denn auch hier sind Wege einzuhalten. Man muss sich anmelden im päpstlichen Haus, man muss Termine bekommen, und das alles ist bei dem doch relativ dicht gedrängten und nach bestimmten Hierarchien gestalteten Tagesablauf des Papstes nicht so einfach. Man kann also nicht einfach anklopfen und sagen, hier bin ich, bitte sprich mit mir. Es gibt ja noch andere Probleme in der Weltkirche und in der Welt überhaupt. Jetzt reden wir mal ganz kurz über den Bischof selbst, über Franz-Peter Theberts von Eltz. Ja. Also man hatte ja gestern alle Augen nach Rom gerichtet und dachte, vielleicht taucht er in der Prima Fila bei der Generalaudienz auf dem Petersplatz auf, aber da war er nicht. Nein, er war nicht da. Also was man hört, ich selber habe ihn noch nicht gesehen, obwohl ich darum gebeten habe, dass wir ein Gespräch führen können. Ich höre, er zieht sich zurück, er hat sich zurückgezogen, er ist wohl nervlich sehr angespannt, es soll ihm nicht sehr gut gehen. Das ist auch kein Wunder, denn er ist ja Bischof, er ist kein Politiker. Das heißt, er ist nicht gecoacht auf Krisen, er ist nicht ausgebildet darauf, in der Öffentlichkeit einer solchen medialen Welle standzuhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass das Beste, was er tun kann, sich tatsächlich eine Zeit lang zurückzuziehen und zunächst einmal sein Nervenkostüm zu stärken, um dann die einzelnen Dinge aufzuarbeiten, die in Limburg passiert sind. Ja, da hat er wahrscheinlich in der Santa Maria dell'Anima gute Gelegenheit. Es ist zwar mitten in der Stadt und nicht direkt im Vatikan, aber jetzt müssen wir noch mal auf Rom schauen. Ja. Da macht man sich ja auch Gedanken über die Dinge, die da reinschwappen. Und ich lese jetzt auch zum Beispiel in einem Protokollausdruck, dass nicht nur der Bischof bei gewissen Dingen unterschrieben hat, sondern noch zwei Diplomkaufleute, ein Generalvikar und ein Staatsminister. Wird man darauf auch ein bisschen gucken oder doch auch nur auf den Bischof? Ich denke schon, denn es ist natürlich so, in Rom fragt man sich natürlich auch, wenn doch da eine so hochrangig besetzte Kommission ist, wenn es einen Generalvikar in der Diözese gibt, wenn so viele Menschen beteiligt sind, letztlich ist der Bischof zunächst einmal das geistliche Oberhaupt. Und für die materiellen Dinge sind unter anderem auch diese Kommissionen zuständig. Warum haben sie dann alles
alles abgenickt. Natürlich sagt man, gut, der Nuntius, das ist ja die andere Meldung, ja, der Nuntius war auch informiert. Der Nuntius wird aber in dem Sinne informiert, dass man sagt, wir haben etwas vor. Der Nuntius hat auch keine insofern Disziplinargewalt, dazu sagen, nein, das dürft ihr so nicht machen. Das wird vorgestellt und dann sind die Gremien vor Ort zuständig zu entscheiden. Wenn es so ist, das ist natürlich ein Punkt, den man sicher einmal hinterfragen muss, dass die Stückelung von 5 Millionen sachgerecht erfolgte, dann gibt es keinerlei Kritikpunkte. Sollte die Stückelung auf 5 Millionen aber so angelegt worden sein, um bestimmte Erlasse des Vatikans, die es ja gab, nämlich das Vorhaben über 5 Millionen, anmeldungspflichtig sind, dann ist es eine andere Frage. Dann stellt sich die Frage, wer hat das gemacht, wer hat das zu verantworten. Also ich denke, dass man im Moment auch medial etwas zurückschalten sollte und zunächst einmal sehr genau hinschauen sollte, was da los ist. Das ist ein recht komplexes und kompliziertes Thema. Es eignet sich nicht so richtig für Stimmungsjournalismus. Und da steigen wir jetzt etwas besser durch. Das verdanken wir Ihnen, Bernhard Wapnitz. Herzlichen Dank dafür nach Rom. Danke auch. Wiederhören.